Herzlich willkommen zur 17. Folge von Trains in World 2 zusammen mit Tobi. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, können Sie gerade das Bild ganz kurz gerade geruckelt hat, ich muss mal kurz was nachschauen. Aber wir fahren heute, nachdem wir in der letzten Folge ja hier in Riese Störung. angekommen sind, im Störung. Regionalexpress, jetzt mit dem ICE wieder nach Zugabfereingliederung Dresden wird nie zurück. gesperrt. Türen geöffnet. So. Wird nie gesperrt. Hier haben wir Bla 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 unseren bla. wunderschönen ICE 3M der Baureihe 406. In der Realität fährt eigentlich auf der ICE-Linie, die hier nach Dresden fährt, das ist ja nur eine einzige ICE-Linie, fahren eigentlich ICE T5. Da diese aber, hoch, da ging das Licht an. Da diese aber in TSW 2 nicht vorhanden sind, hatten sie aber überlegt, komm, lass einfach die guten ICE 3M von der Köln-Aachen recyceln und hier wiederverwenden, ne? So, Führerscheinsbelichtung mache ich mal an. Könnte sonst ein bisschen zu dunkel werden auf der Strecke, das weiß ich noch nicht. Scheibenwischer, nö. Ist die Bremse schon gelöst? Ja, Federsprecherbremse ist gelöst. Dann machen wir nur noch die LZB, PZB und SIFA an, auch wenn auf der Strecke von Riesa, wo wir gerade sind, bis Dresden Hauptbahnhof keine LZB verlegt ist. Ich habe das jetzt trotzdem mal angemacht. Das heißt, wir fahren die ICE heute komplett unter Dienstvorgang PZB. eingeleitet. So. Huch. Brauchen wir keinen Strom? Ist der Kollege ohne Strom gefahren oder was? Ja, Also. okay. Dann AFB anschalten. AFB. Fangen wir an mit 80 km/h. AFB. Und geben Gas. So. Riesa, also tatsächlich hier auch in der Realität ein ICE-Halt. Ist ein größerer Bahnhof mit vielen Richtungen, die man umsteigen konnte. Vor allem früher, mittlerweile kann man auch noch umsteigen. Vor allem Richtung Chemnitz ist wichtig, weil Chemnitz. Ja. Pascal, gibt es auch nicht PCP-Startmodus? Den sollte man vielleicht vorher entfernen, weil sonst wird man zwangsgebremst. Mann Und machen. nicht nur reden. Zugbeeinflussung. 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 Naja. So, einmal die Bremsen lösen. Dann jetzt nochmal AFB. Und nochmal neu losfahren. Also, dass der ICE hier in Riesa hält, hat nicht so viel damit zu tun, dass Riesa jetzt so eine krass groß bedeutende Stadt ist, dass diese Stadt unbedingt ICE-Anbindung bräuchte. Aber es ist wichtig, vor allem zur Anbindung von Chemnitz, weil man hier in die Regionalbahn 45 nach Chemnitz umsteigen kann. Denn Chemnitz ist ja eine relativ große Stadt in Sachsen, die jedoch keinen Fernverkehrsanschluss mehr hat, seitdem es die ICE TD nicht mehr gibt. Und seitdem auch die BR612er, diese Regio-Swinger, nicht mehr als, naja, Fake-ICEs fahren. Deswegen, seitdem hat Chemnitz keinen Fernverkehrsanschluss mehr. Der soll ja wiederkommen, wird ja gefordert von allen Seiten, aber hat's halt nicht. Deswegen ist es vor allem wichtig für die Anbindung von Chemnitz, dass mal hier gehalten wird. Aber auch zum Beispiel für die Anbindung in Richtung Elsterwerda ist es wichtig, weil die RB45 fährt in die Gegenrichtung nach Elsterwerda, also die Richtung, die wir jetzt auch gerade fahren, auch nach Elsterwerda. Deswegen, Elsterwerda hat zwar Intercity-Anschluss, aber trotzdem da in die Richtung ist es auch gut, da nochmal Anschluss zu haben. So. Würde sagen, wir können mal hochgehen auf die 120, die jetzt ja die Maximalgeschwindigkeit sind. Nur die Ausfahrt von Riesa, die ist mit 80 zu befahren. Hier gelten dann der 120 km/h. Und da fahren wir jetzt erstmal ein gutes Stückchen hier auf der Leipzig-Dresden-Strecke weiter. Ehe wir dann auf die Verbindungskurve da abzweigen, die wir in der letzten Folge ja schon gesehen haben. Und dann einmal rüber auf die Berlin-Dresden schwenken, ne? Über die wir dann ja bis ungefähr auf Höhe von Coswig fahren und dann ja wieder auf die Leipzig-Dresden zurückschwenken, ne? Um in Dresden-Neustadt zu halten, wie ihr seht, wo wir auch in 41 Kilometern halten wollen.
und auch in relativ genau 20 Minuten halten wollen. Das heißt, wir legen mal einen guten Zahn zu. Wir dürfen hier nur 120 fahren. Ich habe in der letzten Folge aber erklärt, dass hier bereits letztes Jahr die Signale ausgetauscht wurden auf KS-System, weshalb mittlerweile die Strecke mit 160 befahrbar ist. Und bis 2026, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, da war gerade der Regionalexpress in die Gegenrichtung, übrigens hier zweite Strecke nach Elsterwerda ab. Bis 2026, wenn ich es richtig gemerkt habe, soll ja hier die Strecke von ihren Bahnübergängen befreit werden zwischen der Abzweigstelle da bei Weißig. Ich habe gerade den Namen vergessen, in der letzten Folge hatte ich den die ganze Zeit gesagt, den Namen von der Abzweigstelle da. Jetzt habe ich es gerade vergessen. Und halt eben hier dem Bogendreieck bei Zeithain, hier dazwischen halt eben alle Bahnübergänge entfernt werden, damit dann hier nicht nur 160 km/h, sondern auch 200 km/h gefahren werden kann. LZB wird natürlich auch vorerlegt, weil sonst kann man nicht schneller als 160 km/h fahren. Damit hier dann auch mal die VDE9 zum Abschluss kommt. Also das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 9, das ist die Strecke Leipzig-Dresden. Dass das Projekt mal zum Abschluss kommt, zwischen Leipzig und Riesa ist da ja bereits alles fertig. Auch im Eisenbahnknoten Dresden hat sich damit was getan. Und jetzt fehlt eben nur noch vor allem der Abschnitt hier zwischen Riesa-Killer und Leckwitz, heißt die Abzweigstelle, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, zwischen Zeithain und Leckwitz. Auch der Bahnhof von Riesa muss ja neu gebaut werden. Dann die Verbindungskurve, an der muss nichts gemacht werden, aber die Bahnstrecke zwischen Berlin und Dresden, die muss auch noch neu gemacht werden. Deswegen, da steht noch einiges vor sich, was in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Deswegen ist ja, wie ich in der letzten Folge schon erzählt hatte, die Strecke hier ja auch aktuell zwischen Zeithain und Leckwitz nur eingleisig befahrbar. Auf dem Gleis, auf dem wir gerade fahren, müssen die Züge in beide Richtungen fahren. Das heißt, dieser Güterzug hier in die Gegenrichtung, der könnte da auf seinem Gleis gerade nicht fahren. Aber ja, soweit zur Zukunft der Strecke. Aktuell, also es ist noch relativ der aktuelle Stand, nur dass man hier mittlerweile nicht mehr unter HL, sondern unter KS-Signalen fährt und auch mittlerweile 160 fahren darf, anstelle von 120. Wodurch sich, glaube ich, eine Fahrzeitverkürzung vielleicht von einer Minute ergeben hat. Aber wenn das dann auf 200 wird, dann vielleicht in Riesa da im Eisenbahnknoten, da sind ja auch relativ langsame Geschwindigkeiten teilweise, also die Ausfahrt in Richtung Chemnitz ist zwischen nur 20 km/h möglich. Ja, aber wenn sich da dann auch noch ein paar Sachen ergeben mit Geschwindigkeitserhöhungen sofort, dass dann nicht nur für die Fernverkehrszüge, aber auch für die Fernverkehrszüge und die Regionalzüge sich hier und da vielleicht noch die ein oder andere Fahrzeitverkürzung ergibt. Das wäre ja ganz wünschenswert. So, und jetzt kommen wir wieder zu diesem guten alten ICE-Dilemma. Wir haben einen schönen, an sich schnellen Zug, auch wenn wir heute nicht allzu schnell fahren werden, weil noch ist es keine Hochgeschwindigkeitsstrecke, auf der wir sind. Das soll ja erst in den nächsten Jahren noch werden. Aber so viel zu tun hat man gar nicht, weil man hat halt nicht viel zu halten. Gut, ich darf immer noch auf die PZB achten. Wenn ich unter LZB fahren würde, wäre es ja noch schlimmer. Da hätte ich ja nicht mal irgendwas zu tun, weil der Zug da ja automatisch eine Formation bekommt. Ich müsste nur überprüfen, dass der Zug auch keinen Mist baut, unter dem die SIFA bestätigen. Aber ja, Tobi, hast du irgendwas zu plaudern? Zu tun, ne? Hast du irgendwas zu ich plaudern? Ich finde, die CE ist irgendwie total schön. Naja, es sind also ja auch Aussehen her so weiße Züge. Es ist ganz nett. Man wäre halt schön schnell schmutzig, ne? Ja, das gut, das hast du aber bei weißen Autos auch. Mhm. Und, aber dann hier, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Aussage eingeblendet oder nicht, aber hier auf der Front, da auch schön überall die Kühen. Ich sehe nicht. Ja, du siehst nicht, aber für die Zuschauer, ich weiß gar nicht, ob ich ihn eingeblendet habe oder nicht eingeblendet habe, aber wenn da vorne auf der Front dann schön die Fliegen überall kleben, hier auf der Frontscheibe und dann einmal einen Scheibenwischer drüber wischen, dass es weggeht. Deswegen. So, jetzt sollten wir jeden Moment gleich. Da kommen die kamen jetzt die 130 km/h, die uns erlaubt werden. Die wir jetzt auch, ja, jetzt auch fahren dürfen. Denn hier an der Abzweigstelle Leckwitz, da gelten 130 km/h. Und dann gleich werden wir
jeden Moment auf die Verbindungskurve hier abzweigen, auch wenn es nicht aussieht wie ein Abzweigen, aber es ist ein Abzweigen. Und dann werden wir auf die 160 beschleunigen dürfen, denn die Verbindungskurve, die hat man damals direkt für 160 gebaut, beziehungsweise die soll dann ja auch im Zuge der LZB und so fort dann ja auch auf 200 beschleunigt werden. Mann, oh Mann. Direkt. Und dann hier die, also nicht abzweigen, aber hier die Strecke Leipzig-Dresden, die geht jetzt hier nach rechts weiter. Und die soll dann auf 120 da auch bleiben. Nur eben bis hierher soll sie auf 200 beschleunigt werden, damit die Fernzüge hier auch wie auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke eben fahren können. So, und jetzt gelten die 160 für uns, die wir gleich doch einmal einstellen werden. Also ich sag zwar zudem hier Verbindungskurve, es ist aber sicher auch eine eigene Bahnstrecke mit 2, irgendwas Kilometern Länge oder irgendwie sowas. Deswegen seht ihr ja auch Kilometrierungstafeln mit 1,2, 1,4. Na, ich glaube, müsste länger als 2, irgendwas Kilometer sein. Aber die sind nicht allzu lang, die Strecke. Und die hat auch keine Halte oder Bahnhöfe oder irgendwas oder irgendwelche Betriebsstellen überhaupt. Die geht halt eben einfach nur von der Abzweigstelle zu der Abzweigstelle. Und dazwischen ist einfach nur diese zweigleisige Strecke, die mit 260 km/h befahrbar ist. Und nicht mehr und nicht weniger. So. Unsere heutige Maximalgeschwindigkeit haben wir auch schon erreicht. Mit der wir hier durch die Landschaft sausen. So, dann hier einmal die Brücken. Denn hier hat man natürlich direkt auf jegliche Bahnübergänge verzichtet, weil warum sollte man welche einbauen, wenn bei der Ertüchtigung auf 200 km/h alle Bahnübergänge entfernt werden müssen. Ne? Deswegen, das wurde direkt hier beim Bau schon alles auf die 200 km/h vorbereitet. Hat jemand mitgedacht? Super. Ja. Damals Anfang der 2000er Jahre, als man das hier gebaut hat. So, ich weiß gar nicht, ob wir die Brücke sehen über die Bahnstrecke von Priestwitz nach Großenhain oder ob wir schon drüber sind über die Bahnstrecke. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die müsste noch kommen. Vielleicht sehen wir ja da die Bahnstrecke. Da sind wir ja schon ein paar Mal hier unter dieser Kurve durchgefahren. Hatte ich ja schon erwähnt. Warte. Ah, guck mal, das sind Oberleitungsmasten. Das hier wird. Nee, das ist ein Straßenlaternen. Ah! Ich dachte, es sind Oberleitungsmasten. So, und jetzt sehen wir es auch hier. Das Gleis in die Gegenrichtung erhebt sich einmal. Und wird zur Brücke. Denn jetzt kommt hier die Bahnstrecke aus Berlin hindurch. Natürlich höhenfreie Kreuzung. So wie es sein sollte. Also für alle, die nicht wissen, was höhenfreie Kreuzung ist. Höhenfreie Kreuzung bedeutet einfach, dass die Züge sich auf unterschiedlichen Höhenniveaus kreuzen. Es gibt auch dann noch die höhengleiche Kreuzung, das ist halt eben, dann müsste ein Zug, der halt eben jetzt bei uns in die Gegenrichtung fährt, der müsste halt eben das Gleis aus Berlin nach Dresden dem kreuzen. Das heißt, es könnte nicht gleichzeitig ein Zug aus Berlin nach Dresden und von Dresden nach Leipzig fahren. Und dadurch würde es halt eben zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen. Und so kann man halt eben einfach den Bahnverkehr flexibler gestalten, ne? Wenn die Kreuzung halt eben nicht auf derselben Höhe stattfindet, sondern halt eben auf unterschiedlichen Höhenniveaus. Also dass man praktisch eine Brücke über die andere Schiene macht. Genau, oder ein Tunnel. Oh, dann ein Tunnel runter, ja. So, und jetzt mit Überraschung, 120 km/h, ja. Eine Strecke, auf der nur Schnellzüge und Güterzüge fahren und wir müssen auf 120 runterbremsen. In Hoffnung, dass wir das auch schnell genug schaffen mit der AFB, auf 120 runter zu bremsen. Ich weiß nicht, ob 40 km/h vielleicht nicht doch zu viel sind, um es der AFB zuzumuten. Naja, ja, fehlen nur noch 8 km/h. Nee, es sollte klappen. Das sollte mal klappen. Nee, aber hier ist die Bahnstrecke. Ja, jetzt sind wir 4 km/h zu schnell, aber das sollte nicht das Problem sein. Die bremsen wir jetzt noch runter. Aber hier ist die Bahnstrecke tatsächlich nur für 120 ausgelegt. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das am Unterbau liegt oder im Gleisradius, würde ich mal nicht behaupten. So groß sind, so eng sind die Gleisradien hier nicht. Aber ich denke mal, das wird dann auch alles dann im Zuge der ganzen VDE 9 dann noch mit auf 200 km/h ertüchtigt.
deswegen. Ja, da fahren wir durch die Gegend. Vielleicht sind nicht über Bayern, Wiesen und Wäldern. Ich will gerade Zimmerkratzen durch Weinböhler gefahren. Nee, vielleicht sollten wir noch durch Weinböhler fahren. Das hatte ich ja in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt, dass der Haltepunkt Weinböhler auf der Leipzig-Dresden ja recht neu ist, weil ursprünglich gab es hier auf der Berlin-Dresden einen Bahnhof von Weinböhler. Aber 2002 hat man ja jeglichen Regionalverkehr auf die Dresden-Leipzig rübergetan und jeglichen Fernverkehr hier rübergetan, weil wahrscheinlich zum Fahrplanwechsel 2002 auch die Verbindungskurve da fertig wurde. Und hat da eben den Verkehr eben voneinander getrennt. So, weil es ist immer sinnvoll, Verkehre, die unterschiedlich schnell sind, voneinander zu trennen, weil so blockiert kein Regionalzug einen Fernzug und andersrum. Deswegen, und deswegen war der Bahnhof von Weinböder hier auf der Bahnstrecke eben sinnlos und deswegen hat man da halt eben auf der parallelen Bahnstrecke einen Haltepunkt errichtet. So. Schneise schlagen wir hier durch die Landschaft. Unter der Brücke da durch. Und nochmal die Siefer bestätigen. Ja. Nee. Nicht viel zu tun. Nichts für dich, ne? Also Fernzüge fahren ist halt wirklich nicht ganz meine Leidenschaft. Mal das machen, gerne, aber dauerhaft geht zu Tag häufig muss es auch nicht sein. Deswegen. Nee, da bin ich doch lieber eher der Freund der Regionalzüge und S-Bahnen. Die liegen mir da ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Da passiert einfach in kürzeren Abständen mal was. Ja. Mit dem ICE, der rauscht ja durch die ganzen kleinen Halte auch einfach mal durch. Ist so auch schön, wenn man sehr schön viel vom Land und so halt eben sieht und ja. Hat da noch ein paar mehr. Wahrscheinlich auch organisatorische Probleme so zu tun, weil wenn du deutschlandweit unterwegs bist, dann musst du natürlich viel, viel mehr auch auf die Fahrzeiten von anderen Zügen achten. Und umso weiter du fährst, umso mehr Züge können dir natürlich auch in die Quere kommen, wenn es bei dir irgendwelche Probleme gibt. Wenn du jetzt mit einem Regionalzug fährst, da hast du natürlich weniger Faktoren, die sich halt eben auf deinen Fahrplan auswirken. So, jetzt müssen wir hier, jetzt haben wir hier gerade durch Weinböhler durch. Wusste ich doch, dass wir es noch nicht gemacht haben. Mal schauen, ob wir den Bahnhof ausmachen können. Bei dem sieht man gar nicht mehr so viel heutzutage, aber ist er schon durchgerauscht? Den Bahnhof, ich weiß es gar nicht. Oh. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich auch nicht genau. Ich weiß nur, dass er sich halt eben wirklich da und links und rechts neben dem Bahnhof müssen sich irgendwie Straßen finden oder so. Ich weiß auch nur von Google Maps aus der Vogelperspektive. Ich weiß auch nicht genau, wo der liegt. Doch, hier. Hier liegt er. Hier. Da sind wir. Hier, das hier war Bahnhof von Weinböhler. Mittlerweile nicht mehr so viel zu erkennen. Weil einfach links und rechts Schallschutzmauer und fertig. Aber doch hier ungefähr war das. So, mit. Jetzt war ich draußen, habe ich gar nicht gesehen, dass wir glaube ich sogar 160 fahren dürfen. Nicht 170, 100, nicht 150, 100, nicht 150, 160. Dankeschön. So, haben diese Langsamfahrstelle überwunden, ne? Also Langsamfahrstelle 120 nur, um Gottes Willen. Aber, ja, so. Mittlerweile sind wir auch Dresden-Neustadt schon ganz schön nahe gekommen, nur noch 15 Kilometer. Deswegen, boah, auch schon noch ein bisschen daher. So, haben wir auch die 160 wieder erreicht. Passt. Und dann sollten wir auch gleich schon zweigen hier von der Strecke. Diesmal über eine echte Verbindungskurve auf die Dresden-Leipzig wieder zurück. Müsste man auf Höhe des S-Bahn-Haltepunktes Radebeul-Zitschewig. Da müsste man dann wieder einbinden, ne? Zitschewig. Radebeul-Zitschewig. Ist ja auch, wenn wir mit den S-Bahnen jetzt gefahren sind, sind wir schon zweimal gefahren auf der S1.
da war das ja, hat man es ja auch gesehen, aber der bestätigen. Und 30 ist die Verbindungskurve nämlich nur. Was wollte ich gerade sagen? Ah, schon mehr Belohnung erhalten. Unglaublich. Verbindungskurve, Dingsbums. Ja genau, und wenn wir da mit der S1 da gefahren sind, dann hat man es auch gesehen, aber wenn wir gerade bei Zwitschewig gehalten haben, wie sich da neben uns da die Fernbahngleise da nach oben erhebt haben, beziehungsweise wenn man mit erhoben dem... Haben, oder? Also mit erhoben haben, Gedöns, irgendwas da. Und was war denn? Ach ja, genau. Und wenn man mit dem, und wir sind auch mit dem RE18 ja einmal gefahren von Dresden Hauptbahnhof bis Großenhain. Da war es ja auch so, dass wir dann hier, da seht ihr, da ist das einzelne Gleis, dass wir dann hier ja von den Fernbahngleisen abgezweigt sind, dann einmal hier an der Seite dann dran vorbei gefahren sind, um dann in Coswig anzukommen. So, hier drüben haben wir gerade bei Zwitschewig und hier haben wir das Gleis der Bahnstrecke Dresden-Leipzig, was aussieht wie so ein kleines Verbindungsgleis da, damit die Regionalexpresse auch nach Coswig kommen und dann hier nicht auf die Fährmannstrecke abzweigen müssen. Sind wir schon ja auch drüber gefahren. Was dann hier einbindet, wo wir dann ja einmal hier so einmal rübergechuckelt sind. Und jetzt hier, ab der Stelle sind wir jetzt nicht mehr auf dieser Verbindungskurve, sondern jetzt so offiziell auf der Bahnstrecke Dresden-Leipzig und haben unsere 160 wieder bekommen, die wir jetzt wieder ausfahren dürfen. Also diese Verbindungskurve, die da ist, die wahrscheinlich auch mit LZB nicht schneller befahren werden können, weil die ist wahrscheinlich einfach so eng, dass sie nur mit 130 befahren werden kann, sonst hätte man die wahrscheinlich heute schon auf 160 gemacht, wenn die mit mehr zu befahren ist, aber wenn der Kurvenradius zu eng ist, dann bleiben halt eben nur 130 km/h übrig. Deswegen. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man da mal so einen Fernzug mal kurz auf 130 dann runterbremsen muss. Und ob hier zwischen Coswig und Dresden-Neustadt, ob da überhaupt 200 kommen oder vielleicht es doch bei 160 bleibt und hier nicht mal LZB verlegt wird, das ist auch eine Frage. Das weiß keiner so richtig. Das wird sich halt eben zeigen, wenn das ganz abgeschlossen ist. Also ich denke mal, schon Leute, die das wissen, nämlich die, die das geplant haben. Ja, gut. Aber ich persönlich weiß es nicht. Ich lasse mich da überraschen. Die werden ja schon was Schönes anstellen. Wenn es um Fernbahnstrecken geht, dann kennt man ja, dass die DB da ja schon recht energisch ist und da immer das Top-Zeug rausholt. Ist ja auch klar, weil mit dem Fernverkehr verdient man ja auch schön ordentlich. Und das ist ja auch, das sind auch die Prestigeprojekte, die man da durchführt. Deswegen, wenn man sich so dafür anschaut, was zwischen Riesa und Leipzig da umgesetzt wurde, das ist halt auch eine schöne Hochgeschwindigkeitsstrecke, 200 km/h, mit ein paar Haltepunkten und halt ein paar Bahnhöfen mit außen, mit Überholungsgleisen und so. So, hier ist jetzt ein Radebeul Ost. Ungefähr. Das heißt, solche Radebeul sind wir jetzt auch durch. Der nächste S-Bahn liegt dann schon in Dresden, das heißt, bis Dresden-Neustadt ist es gar nicht mehr weit. Wie gesagt, seht ihr ja auch noch 5 Kilometer. So, noch einmal die Sifa, die sich zu Wort meldet. So, hier sind diese Gleise und dem RE50 in der letzten Folge dann ja hier von den Fernbahngleisen und auf die S-Bahngleise rübergechuckelt sind, damit wir in Radebeul-Ost halten können. Wo dann ja auf die 50 km/h runterbremsen mussten. Das war jetzt gerade die Stelle hier. Aber das Schöne an höherer Geschwindigkeit ist halt eben auch, dass man halt eben einfach so alles an sich vorbei rauschen zieht und dann sieht und dann halt eben wie so ein Zeitraffer halt eben die ganzen Alte und so halt eben immer abgeht. Abklappert. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Dresden-Neustadt. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die dort aussteigen und freuen uns, sie in Kürze begrüßen zu dürfen. Ja, ladies and gentlemen, we are arriving shortly at Dresden-Neustadt. S1, so, und hier haben wir einen Richtungshinweis, ein Richtungsanzeiger mit einem N für Dresden-Neustadt. Denn hier biegt jetzt die eingleisige Hauptbahn aus, mit der man den Bahnhof Dresden-Neustadt umgehen kann.
Ursprünglich ging die Bahnstrecke Dresden-Leipzig ja da über, da drüben ist der Bahndamm von der Strecke, da lang. Nee, Notbremse wollte ich jetzt nicht anlegen. Einmal AFB aus. So, denn jetzt kommen hier 80 km/h, auf die wir kurz mal runterbremsen sollten. Gut, die 80 haben wir jetzt erreicht. Genau, und ursprünglich ging die Strecke halt eben da lang. Über die Strecke in den Leipziger Bahnhof von Dresden. Ne? Aber mit der Umgestaltung des Eisenbahnknotens um die Jahrhundertwende 1900 wurde halt eben die Bahnstrecke hier über diese doch recht enge Kurve, die wir nur mit 80 km/h, also auf der S-Bahnstrecke sogar mit 70 km/h fahren können, wurde die Bahnstrecke ja auch in den neuen Bahnhof Dresden-Neustadt, der anstelle des ursprünglich schlesischen Bahnhofs, der Strecke aus Görlitz, die wir hier sehen, errichtet wurde. Das, also der Bahnhof Neustadt, früher schlesischer Bahnhof, war halt eben die Endstelle aus Richtung Görlitz, die Bahnstrecke hier. Deswegen, ja. Aber diese Bahnstrecke gibt es halt eben immer noch, damit halt eben zum Beispiel bei einer Überlastung hier von Dresden-Neustadt Güterzüge die Bahn das Ganze noch immer umgehen können. Den Bahnhof hier. Gut, alternativ können sie auch über die Bahnstrecke Dresden-Berlin halt eben auch umgehen, den Bahnhof Dresden-Neustadt. Aber einfach damit halt eben, falls Kapazitätsengpässe oder so da sind, dass halt eben da Güterzüge, aber auch teilweise manchmal auch Fernzüge halt eben den Bahnhof Dresden-Neustadt einfach skippen können. Also es passiert auch manchmal, dass Fernzüge deren Halt in Neustadt auslassen, wenn es hier gerade zu einer Überlastung der Strukturen kommt. So, 2 Minuten Verspätung aber tatsächlich doch. Unglaublich. Unglaublich. Schlimmer geht's nicht. Ja. Ich will gerade auch hier in Dresden noch mit AFB fahren. Ist ja auch nicht das Problem. Bis Dresden-Neustadt, bis Dresden-Hauptbahnhof können wir auch noch mit AFB fahren. So. Fenster aufmachen kann ich hier ja leider nicht. Ja, die erste Klasse hier ist auch ganz schön leer. Ah ne, ist zweite Klasse ja sogar. Den D-Mat mir beim Fahren zusehen hier aus der zweiten Klasse. Unglaublich. So was. Gut, die machen das einfach alle auf YouTube, weißt du. Ja. Die machen einfach dann nach der Fahrt, machen sie YouTube auf, wenn sie im Hotel sind, abonnieren Tobi Raptor und böses TSW2. Sich coole TSW2-Videos an. Ja. Da hatten die ja nicht mal was eingetragen. Nicht mal unsere Zugnummer und auch nicht mal unser Ziel und unsere Zwischenbahnhöfe haben sie eingetragen da. Mit nur ICE nicht einsteigen, also. Ach ja, typisch TSW2 halt. Warum steht nicht einsteigen drauf? Wir sind doch noch mitten auf der Strecke, oder? Ja, aber bei ICEs steht immer nie was dran. Ach so. Das wäre halt extra Arbeit beim Programmieren gewesen. Nö. Aber gut, Dafter Games macht sich die Welt halt eben ein bisschen einfacher. Übrigens, bitte, wie sie mir gefällt. Hier drüben, da kommt das Gleis, was uns da gerade, also diese Umgehungsstrecke hier von Dresden-Neustadt, kam jetzt hier gerade eben da hinterm Gleis 8 da an, einmal. So, jetzt haben wir noch 3 Kilometer bis Dresden Hauptbahnhof. Ist also auch nur ein Katzensprung. Den wir aber nur mit 80 km/h, beziehungsweise dann hinter Dresden-Mitte nur noch mit 60 km/h. Befahren dürfen. Dazu wird es mir geruckelt. Wahrscheinlich, weil hier in Dresden die ganzen Stadtgebäude geladen werden mussten. So, da sehen wir schon am anderen Elbufer die Janice. Da hinten qualmt das Wärmekraftwerk. Da haben wir den Sächsischen Landtag, der eigentlich gläsern ist und nicht stählern. Und dann hier im Hintergrund sehen wir auch die Altstadtkulisse
Braunkirche, Hofkirche, Rathaus, sehen wir da alles. Deswegen. Aber gleich, machen wir gleich mal eine Stadttour. Ja. Wenn ihr die Nietzsche dahinter. Ist im Stadion von Dresden. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Dresden Hauptbahnhof. Bitte warten Sie, dass dieser Zug dort endet. Bitte steigen Sie alle auf. Vielen Dank für Ihre Fahrt mit dem ICE der Deutschen Bahn. Bis zum nächsten Mal. Bitte schön. Ladies and gentlemen, we are arriving shortly at Dresden. Hier geht die Strecke nach Dresden-Friedrichstadt ab. Also die Verbindungskurve zum Rangierbahnhof Dresden-Friedrichstadt. So, einmal aufs Güterzuggleis rübergeschwenkt. Kommt auch drauf an, manchmal fahren die Schnellzüge über das, die Fernzüge über die Güterzuggleise hier drüben, manchmal auch über die Regionalzuggleise. Das kommt drauf an, je nachdem, wie die Gleisbelegungen gerade sind. Das wechselt eben ab. So, hier haben wir das World Trade Center, das ein bisschen gläserner aussieht als der Landtag. Auch wenn eigentlich beide in der Realität aus Glas sind oder Glasfassade haben. Da haben wir eine S-Bahn. Hier mal diese, hier ist eine Kletterwand, da seht ihr sie, die Kletterwand am Haus vom Bergsteigerverband. Dann hier die Verbindungskurve, die Strecke nach Chemnitz. Ist halt ein Bahnknoten, ne? Mhm. Lassen den Zug mal rollen. So. Jetzt geht's hier einmal rüber, denn wir halten auf Gleis 3. Eines der beiden Gleise im Dresdner Hauptbahnhof, die mit 76 cm Bahnsteigen ausgerüstet sind. Wir haben geradeaus weitergefahren und wir haben aufs Gleis 1 gekommen. So, jetzt geht's ja mal ganz kurz noch eins rüber und dann komme ich auf Gleis 3 an. Gleis 3 und Gleis 12, das sind ja die beiden Fernverkehrsgleise. Wobei auf Gleis 12, die Fernverkehrsleistungen in Richtung Berlin fahren und hier auf Gleis 3 die Fernverkehrsleistungen in Richtung Leipzig, also Ausrichtung Leipzig, und auf Gleis 1 eigentlich nur 55 cm, aber auch Fernbahnsteig, da fahren die Leistungen nach, also in Richtung Prag, die Fernverkehrsleistungen. So, wollen wir noch ein bisschen. Fernverkehrszüge, meinst du? Ja, also der jegliche Fernverkehrsleistung, also die Fernverkehrszüge, ja. Ah. Weil hier oben wird nur Gleis 2 vom Regionalverkehr genutzt, Gleis 1 wird da nicht wirklich vom Regionalverkehr genutzt. Auch wenn es nur ein Regionalverkehrsbahnsteig ist. Da vorne sind noch die Gleisverlängerungen, Gleise 1a und 1b. Da noch das Kopfgleis 4 aus Richtung Prag. Gibt es auch ein einziges Kopfgleis hier im Dresdner Hauptbahnhof, wo aber keine Züge regelmäßig halten, außer Züge, die abgestellt werden. Auf Gleis 1a und 2a, auf diesen Gleisverlängerungen hinten, hält auch nichts mehr. Die sind nicht mal saniert, also die sind noch im Ur-DDR-Zustand. Ich weiß nicht, ob ich da mal kurz noch ein Bild einblende. Da habe ich auch schon mal Bilder von gemacht, von diesen Gleisen 1a und 2a. Das ist ganz nett, der Flair. Runtergefallen, den man hier bekommt. Na, hier im Spiel sehen sie aus wie der Rest vom Bahnsteig auch, aber ja. Und hier Gleis 4 ist sogar auch dargestellt. Und dann hier haben wir den Ostkopf vom Dresdner Bahnhof, wo es dann einmal hier rüber aufs Gleis 12 geht. Und das hier ist in der Realität gar kein Bahnsteig mehr. Hier sind Zäune. Das Kopfgleis hier, das zweite, das gibt es gar nicht mehr. Hier haben wir auch einen schönen Blick auf die Kuppelhalle vom Dresdner Hauptbahnhof. Hier unten die vierspurige Bundesstraße, da hier auf dem Bahnhofsvorplatz, der ein bisschen karg aussieht, sind eigentlich noch die Straßenbahngleise, hier drunter ist auch die Straßenbahnhaltestelle. Und hier ist auch noch so eine Tafel, wo groß dran steht Dresden Hauptbahnhof und ein S-Bahn und ein DB-Logo. Ja,
Ah gut, es ist ja kein Straßensimulator, Umgebungssimulator, sondern ein Eisenbahnsimulator. Gibt, glaube ich, irgendeinen Bahnhof-Renovierungssimulator. Naja, das ist so eine Playway-Geschichte mal wieder. Playway mit ihren... dieses Jahr, für 2022 haben sie ja 300 Simulatoren oder so angekündigt. Von denen aber wahrscheinlich auch wieder nur 30 erscheinen werden. Eine Quote. Naja, die Playback-Quote ist ja eh immer so eine Sache. Alle schließen. So, komm noch raus. Ja, wäre nicht eingeschlossen. So, dann kann der Kollege den Zug hier einmal geradeaus weiter dann fahren in die Abstellung nach Dresden-Raik. Ja, wir waren in Neustadt, als auch im Hauptbahnhof, 2 Minuten zu spät. Das soll uns aber, glaube ich, verziehen sein. Aber an sich, wenn man sich das von Geschwindigkeiten anschaut, gut, Zwangsbremsung am Anfang hier, das war halt Dummheit. Ansonsten sind wir halt auch recht schön gefahren, haben recht schöne Kurven hier. Könnte vielleicht daran liegen, weil die ganze Zeit mit AFB gefahren sind, deswegen natürlich durch die Automatik auch schöne Brems- und Fahrkurven zustande kommen. Anstelle von, wenn ich da mit meinem Hebelchen da irgendwie rumspiele, dann kommt natürlich nur so ein Zeug hier mit Hoch-Runter-Wellenlinien zustande. Was aber logisch ist. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und dass auch bei den nächsten Videos wieder einschaltet bei uns auf dem Kanal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!